Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Im heutigen Video geht es mal um dieses schöne Stück. Und zwar ist das ein Display von der Firma Vektortechnik. Das Ganze sieht so aus. Kommt hier rein. Dafür müssen wir das hier alles wegbauen. Der Grund, warum ich mich für dieses Display entschieden habe, weil es gibt viele Firmen auf dem Markt, die mittlerweile so welche Techniken oder so welche Displays mit ein bisschen Technik anbieten. Der Grund, ist das Mikrofon überhaupt an? Ja. Okay. Super. Der Grund, warum ich mich für dieses Display entschieden habe, ist, man kann hier mit 100, 200 messen. Wir haben ja im letzten Video gesehen, dass Nelly und ich das mit der App nicht ganz so hinbekommen haben. Oder sagen wir mal, ja, sie hat es nicht hinbekommen. Hey. Übelst geil. Du kannst damit, ich habe hier so eine Beschreibung drin. Ich will euch das mal, bevor wir das Ganze einbauen, zeigen, weil ich habe hier natürlich schon mal in den Karton reingeguckt. Du kannst damit kodieren, du kannst damit, hier sogar mit komplett Anbauanleitung, mit Bildern, richtig, also selbst ich wird das hinkriegen, davon bin ich ganz fest überzeugt. Du kannst damit kodieren, du kannst damit Fehler löschen, zum Beispiel Gurtwanne auskodieren, Serviceintervall zurückstellen und so weiter. Du kannst 0-100 messen, du kannst Logging-Daten speichern, um die dann zum Beispiel zu deinem Tuner oder Abstimmer zu schicken, per WhatsApp, per E-Mail. Das läuft dann über so eine SD-Karte, die ist hier in diesem kleinen Kasten drinne. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Warte mal, ich gucke mal. Das Display umfasst 5 Dashboard-Logging- und Service-Funktionen. Es kann Fehler lesen, löschen, als auch kodieren. Dann ist hier eine moderne Satellitentechnik drin, wie gesagt, um halt diese 100-200 Sachen zu messen. Das ist für mich der Grund, warum ich dieses Display überhaupt geholt habe. Erstens, du brauchst dir keinen PC anschaffen, du brauchst dir keine Software fürs Codieren anschaffen zum Beispiel. Aber wie gesagt, für mich das Wichtigste ist dieses 100-200 messen. Ich finde es nämlich wirklich cool und das passt halt bei mir auch in das Auto, finde ich, richtig gut rein, weil es hat halt so wieder so ein bisschen DTM-Optik. Ne? Das, was halt draußen am Wagen auch ist, passt sich jetzt mit den Stühlen, mit dem Display. Das fügt sich alles so ein bisschen und das finde ich ganz geil. Das ist, hier steht, modernste Satellitentechnik integriert, mit dessen Hilfe die genaueste Beschleunigungsmessung überhaupt möglich ist. 30 Hertz, das ist, sagt mir jetzt nichts, aber soll viel sein. So, wir versuchen uns jetzt mal an diesem Anbauplan hier zu halten. Und zwar müssen wir dafür erstmal die Batterie abklemmen. Das mache ich gleich. So, Batterie abklemmen, wie gesagt, das mache ich gleich. Dann müssen wir diese ganzen Dinger hier lösen. Also du musst erst diese Blende abbauen, dann die Blende vom Radio, um dann hier ranzukommen. Dann kann man das nämlich von hinten aus rausklipsen. Apropos Klipse, ihr seht das hier in dem Buch. Hier ist sogar in dem Karton, also in dem Lieferumfang, ist sogar Werkzeug dafür mitgeliefert. Das hier wird, glaube ich, Kabel und sowas sein. Du hast hier richtig Hebelwerkzeug, natürlich in der perfekten, Mensch, jetzt geht das, ist schon ein bisschen warm heute, in der perfekten Farbe, also orange, einmal so ein Ding und einmal so ein Ding. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste, dass das im Lieferumfang mit drin ist. Wie soll ich die Blenden da abmachen, ohne sie zu zerstören? Noch haben wir sie nicht draußen, noch sind sie also heile. Gucken wir einfach mal, ob ich das dann auch hinkriege. Aber finde ich geil, dass sowas überhaupt schon mal mit dem Lieferumfang enthalten ist. Ich würde sagen, ihr bekommt jetzt erstmal ein kleines Zeitraffer, wie ich mich versuche, daran das Ding auszubauen. Dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
Hier ist wirklich alles dabei, ne? Hier ist selbst so ein kleines Ding. Wir müssen nämlich nachher die Einheit aus dem Handschuhfach ausbauen. Ist selbst so ein kleines Ding dabei, um das da, also so richtig, richtig durchdacht. Hier eine SD-Speicherkarte, wo du zum Beispiel Updates oder sowas dann drauf machst, die halt auch immer regelmäßig kommen. Übelst gut. Also wirklich, wirklich bis jetzt kann ich nur sagen, ein durchdachtes System. Was das hier ist, so ein Lichtleiter. Nee, wir werden es noch sehen. Das Geile ist halt, dass selbst, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, selbst hier, das passt alles wirklich, als wenn es so muss, ne? Hier kommt jetzt wieder dann der Warnblinkerstecker rein. Das ist echt, echt, echt gut. Ich habe alles jetzt verkabelt. Ich habe die Sachen hier erstmal, wie ihr seht, nur so wild hingehangen. Werde jetzt die Batterie anklemmen und einmal Probe gucken, quasi, ob auch alles angeklemmt ist. Nicht, dass ich dann hinterher doch wieder alles auseinanderbauen muss. Geil! Jetzt wird das Update gemacht. Ja. Weil ich habe vorher müsst ihr immer, wenn ihr den bekommt, das Display, müsst ihr halt vorher ein Update machen. Ne? Steckt ihr dann einfach in die Karte in das Display rein, nicht in das Display, sondern unten in die in die Unit quasi, in das Herzstück. Da steckt ihr das die Karte dann rein, beziehungsweise holt ihr da raus, steckt ihr in euren Rechner, geht auf die Seite Vektor. Technik, macht dann da euer Update und dann könnt ihr einbauen. Geht jetzt, ist jetzt 34%. Geht relativ fix sogar, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht gedacht. So, ist alles wieder eingebaut, wie ihr sehen könnt. Hat wunderbar funktioniert. Also selbst ich habe es hingekriegt. Richtig geil. Und was wäre dieses Display, wenn wir nicht 0-100 messen würden? Weil, wie gesagt, das ist der einzige Grund, warum ich dieses Display habe. Weil du kannst damit 0-100 messen. Und 100-200. Wir messen jetzt aber wieder nur die 100-200. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen warm gefahren. Das heißt, wir versuchen jetzt einfach mal unser Glück und guck mal, was er dann hier sagt. Ja, wer hätte es gedacht? Eine 9,4. Ich bin mega happy. Hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ist ja auch meine Bestzeit von der Draghi gewesen. Ne? Deswegen, perfekt. Ja. Also ich bin wirklich, wirklich mega happy. Es ging, wie gesagt, einfach. Für jemanden, der öfters am Schrauben ist, geht es wahrscheinlich noch einfacher. Ich musste dann doch ab und zu vielleicht mal ein zweites Mal in die Bedienungsanleitung reingucken, die aber wirklich sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Bebildert plus in Farbe, nicht irgendwelche Zeichnungen einfach nur. Ich bin zufrieden. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich packe den Link zu der Internetseite oder von dem Ding, packe ich auch mal mit unten in die Videobeschreibung rein. Das einfach mal abchecken, falls da Interesse besteht. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich es fast vergessen, Mensch. Schöne Ostern wünsche ich euch. Heute ist ja Sonntag. Also für euch. Für mich ist heute Samstag. Muss ich erstmal selber überlegen. Heute ist bei uns Samstag, bei euch ist Sonntag. Deswegen schöne Ostern.